Guten Abend hier mittlerweile am 3. September 2020. Das ist Wahnsinn, wie schnell hier die Zeit vergeht und die Wochen und Monate vorbeifliegen, wenn man hier fast jeden Tag irgendwie auf der Baustelle eingespannt ist, neben dem Beruf. Dann zerrt das doch ein bisschen und die Zeit verfliegt hier wirklich regelrecht. Es gibt hier wieder einiges, das sich geändert hat gegenüber dem letzten Mal. Von hier unten kann man das noch gar nicht so richtig sehen. Zum einen am Dach, das ist jetzt fast fertig. Das hat jetzt auch nochmal ein, zwei, drei Tage verzögert, aber die Arbeiten sind fast abgeschlossen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal von oben. Da sollte es dann, morgen denke ich mal, rechne ich damit, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Aktuell befindet sich hier auch noch der Kran der Zimmerei eben hier, die damit ihr Material nach oben befördern. Und was sich hier vor dem Haus noch befindet, sind eben nach wie vor die Fenster, ein Teil der Fenster, zumindest die großen sperrigen, die halt bodentief sind und hier überall eingesetzt werden, hinter mir in die schwarzen Lücken. Und da sind wir eben nach wie vor dabei, die Kabel zu installieren, die für die Fensterkontakte eben. Bei einigen Fenstern kann man das jetzt hier schon sehen. Es ist ja grundsätzlich genauso vom Aufbau her wie bei den kleineren Fenstern. In dem Fall sind die Fenster halt bodentief. Und dieser ganze untere Aufbau, den man hier sieht, der wird nach einem Estrich verschwinden. Daher kann man hier mit den Lehrern eben auch von vorne das Ganze anfangen. Das macht es hoffentlich ein bisschen leichter und auch wartbarer, um die hier nachher oder einfacher durch das Lehrer hier Kabel einzuziehen. Das ist hier in dem Fall das Fenster schon fertig, soweit vorbereitet. Und ja, jetzt gilt es eben auch noch, die anderen Fenster hier umzubauen oder soweit eben vorzubereiten mit Fensterkontakten. Das wird jetzt in den nächsten Tagen auch noch passieren. Da haben wir jetzt noch 1,5 Wochen und mittlerweile bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir das noch schaffen. Die kleineren hier im Erdgeschoss, im Kellergeschoss, die sind ja schon soweit abgeschlossen, fertig. Und jetzt geht es eben nur noch darum, die wirklich großen und sperrigen Fenster hier umzubauen. Und auch das wird jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Tage sicherlich geschehen. Jetzt steht auch dann das Wochenende wieder an. Da kann man dann auch mal einen halben Tag oder Tag irgendwie mit Fensterkontakten verbringen. Ansonsten haben sich hier halt am Dach einige Änderungen ergeben. Die zeige ich euch jetzt dann auch mal von oben aus der Nähe. Und auch im Haus selbst hat sich doch so etwas markant geändert und macht uns das Leben deutlich einfacher. Nämlich die Form einer Treppe, die eingesetzt worden ist. Und zwar eine Bautreppe, also das ist nur ein Provisorium. Das kann man hier jetzt sehen. Aber man braucht jetzt nicht mehr über Leitern kompliziert nach oben und nach unten zu laufen, sondern kann halt hier tatsächlich über eine Holztreppe relativ gut zugänglich nach oben und nach unten gelangen. Das sind halt immer zwei Teile, da gibt es eine Plattform. Die Plattform ist wiederum auf zwei Balken, liegt die auf. Und die Balken sind hier mit solchen Winkeln in der Wand verschraubt, sowohl auf dieser als auch auf der anderen Seite. Und damit kann man dann halt jetzt hier sowohl nach oben ins Obergeschoss als auch nach unten in den Keller gelangen. Man muss halt immer vor allem bei der ersten Stufe aufpassen, die ist noch relativ hoch, aber ist halt eine Baustellentreppe, ist jetzt nicht das fertige Resultat, aber wie gesagt, deutlich angenehmer als die Leiter im Vorfeld. Ich begebe mich jetzt eben in den Keller, kann das ganz gemütlich tun, nebenbei filmen. Hier im Keller selbst haben sich soweit keine Änderungen ergeben. Also hier nochmal der Anblick der Baustellentreppe aus dem Keller in die Konstruktion. Hier gibt es eben eine Plattform, die auch wieder auf zwei Balken aufliegt. Also ganz analog zum Obergeschoss. Was sich jetzt hier im Keller im Vergleich zum letzten Mal eben ergeben hat, ist die Fertigstellung der Fenster oder die Vorbereitung der Fenster. Auch hier sind Fensterkontakte eingebaut. Ganz analog zu den kleinen Fenstern im Erdgeschoss später. Da gibt es eben ein dünneres Leerrohr, das hier aus dieser unteren Leiste, auf der die Fenster eben aufliegen, an der auch die Fensterbank montiert wird. Dort kommt eben das Leerrohr heraus bzw. geht hinein und ist dann eben von unten, an der Stelle in etwa befinden sich die Verschlüsse immer zum Ende des Flügels hinten aufgrund der Hebelwirkung. Und dort gibt es eben die Fensterkontakte, dort geht das Kabel hin und dort ist das Ganze eben miteinander verlötet. Ein ähnliches Bild ergibt sich hier im Raum nebenan. Hier haben wir zwei Fenster und auch diese Fenster sind soweit schon vorbereitet. Die Kabel habe ich jetzt erstmal seitlich hier so ein bisschen aufgewickelt, sodass man halt hier das weiter vorbereiten kann. Hier ist das dritte Fenster und was ja hier im Keller ein bisschen spezieller ist im Vergleich zu den anderen Geschossen, ist hier, dass die Leerrohre quasi schon in einer früheren Bauphase installiert worden sind. Und wir müssen halt hier jetzt die Kabel, also dieses Kabel hier, beziehungsweise das Kabel inklusive dem Leerrohr, das werde ich auch nochmal ein bisschen abkürzen, wird hier übergeführt in das
existierende dickere Leere und wird dann nach oben geführt und oben wird es dann eben verdrahtet. Ein ähnliches Bild ergibt sich hier. Auch hier gibt es das Leere halt schon. Auch das wird jetzt nach oben geführt, wird dort verdrahtet. Und ja, in dem Fall muss man halt die Leere noch abkürzen. Man muss auch, das sieht man ja hier, das Leere ein bisschen verschieben. Deswegen musste ich das hier halt so ein bisschen großflächig aufmeißeln. Auch das war eine nette Beschäftigung. Aber auch das ist in der Zwischenzeit eben passiert. Und insofern lassen sich die Fenster jetzt sicherlich in den nächsten Tagen noch weiter vorbereiten. Jetzt wollte ich erstmal grundsätzlich überhaupt mit den Fensterkontakten, mit dem Thema Fensterkontakten fertig werden. Und dann muss ich mich aber auch darum kümmern, hier die Kabel eben noch einzuziehen, damit die Monteure dann ein leichteres Spiel haben und da jetzt nicht entweder das Kabel selbst einziehen müssen oder auf mich warten müssen, wenn es dann nämlich zu Problemen kommt. Und ich weiß, dass dieses Leere tatsächlich problematisch ist. Da muss ich mir ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen, um da das einzufädeln. Das soll dann für die Monteure dann eben nicht kein Hindernis werden und soll an dem Tag dann schnell von der Hand gehen. Dementsprechend werde ich auch das noch vorbereiten in den nächsten Tagen hier. Hier befinde ich mich jetzt noch mal im Erdgeschoss auf dem Weg nach oben. Und hier befindet sich eben noch das Material, also die Holzbohlen und ein paar Baustützen, die eben benutzt worden sind oder benutzt worden. Ja, bis gestern eben wurden die benutzt in Verbindung mit der Leiter, um hier im Treppenhaus eben das ein bisschen abzusichern und mit der Leiter nach oben, nach unten sich begeben zu können. Mittlerweile braucht man das nicht mehr. Die Monteure der Bautreppe haben das jetzt hier eben zwischengelagert. Das gehört eigentlich der Firma, die hier das Gebäude, den Rohbau errichtet hat, die dann auch die Baustützen irgendwann nochmal entfernen müssen in den nächsten Tagen und die werden das dann sicherlich alles mitnehmen. Ich muss halt jetzt schauen, dass ich das ein bisschen aus dem Weg räume, in irgendeine Ecke stelle. Aber grundsätzlich benötigen wir das jetzt eben nicht mehr. So, und dann geht es jetzt nochmal nach oben ins Obergeschoss, beziehungsweise dann vor allem auf den Dachboden, ins Dachgeschoss, weil da haben sich dann eben die meisten sichtbaren Änderungen ergeben. Hier der Flur, der steht jetzt eben noch voller Baustützen. Hier in dem einen Zimmer, in dem Kinderzimmer, wird gerade geschlitzt und gearbeitet. Sag Hallo. Hallo. Da gibt es noch einiges an Arbeit hier, um eben die Dosen zu setzen, beziehungsweise im Vorfeld natürlich die Schlitze alle anzufertigen. Ich gehe da ja so ein bisschen in eine absolut übertriebene Richtung. Und man kann sehen, in einer einzelnen Zimmerecke in dem Fall, wie viele Dosen da anfallen. Das sind jeweils 5er-Dosen. Da oben nochmal 2 plus den Schlitz. Und das geht halt hier in den Ecken immer mal wieder so weiter. Und dementsprechend gibt es hier doch einiges zu tun. Ein Großteil der Arbeiten sind jetzt hier schon abgeschlossen oder zumindest mal angefangen. Aber das geht ja dann nahtlos über in die Installation der Dosen. Jetzt hier im Schlafzimmer ähnliches Bild. Auch hier eine Menge Dosen. Hier kommt dann das Bett hin, auch da wieder eine Menge Dosen für die Nachtkästchen, für alles Mögliche, was man da irgendwie für die Beleuchtung machen will beim Bett nachher. Ansonsten kommt man jetzt hier vom Flur aus gesehen eben aktuell noch über eine Leiter in das Dachgeschoss. Also hier kommt nachher später auch so eine Einschubtreppe hin, über die man dann eben das ein bisschen verstecken kann. Die wird dann eingeklappt und nur wenn man da mal Zugang braucht, das wird nicht jeden Tag vorkommen, kann man die ausklappen. Das Dachgeschoss selbst von innen hatte ich ja schon gezeigt. Da haben sich jetzt keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Das ist nach wie vor ziemlich leer und düster hier. Riecht auch noch neu und nach Holz, was sich geändert hat. Vielleicht kann man es da ahnen. Da kommt jetzt ein bisschen mehr Licht durch. Und zwar wurde hier so ein Handwerkerausstieg installiert. Der dient halt dazu, dass man auch später ohne Gerüst an der Außenfassade irgendwie aufs Dach kommt, wenn man da eben mal hin will. Ich plane ja später eine Photovoltaikanlage bzw. halt auch eine Satellitenschüssel und eine Wetterstation und ja, die möchte man idealerweise eben zugänglich haben und da jetzt eben nicht irgendwie mit der Leiter von außen heran müssen oder noch schlimmer irgendwas herbestellen. Insofern ist das vielleicht ganz gut, hier so einen Einstieg zu haben. Und auch hier im Dachstuhl, da gilt es dann noch ein paar Mietkontakte zu verbauen. Zum einen beim Handwerkausstieg möchte ich gerne wissen, falls ich mal vergesse, den Projekt abzuschließen, dass der wirklich verschlossen bleibt. Zum anderen hier bei dieser Einschubtreppe nachher, die es noch nicht gibt, die halt hier installiert werden wird. Die Idee ist einfach, wenn man die Einschubtreppe ausfährt, dann möchte man ja höchstwahrscheinlich hier ins Dachgeschoss, dann kann man auch gleich das Licht einschalten und also den Lichtschalter sich sparen oder zumindest mal überflüssig machen. Vielleicht installiert man trotzdem irgendeinen KNX-Taster hier, aber zumindest wird man den in der Regel nicht brauchen, wenn man hier nur schnell was abstellen oder holen möchte.
dieser Handwerkaufstieg, der ist jetzt auch nicht super hochwertig oder irgendwas ganz Besonderes. Das ist im Wesentlichen eine Plastikklappe, eine durchsichtige. Also man kann das hier sehen, man hat halt so einen Griff. Der ist hier jetzt eingehängt, den kann man dann halt öffnen. Man kann den auch in so Lüftungsstellungen irgendwie fixieren, dass da ein bisschen Luft, aber hoffentlich kein Regenwasser hineingelangt. Gibt ja auch noch so eine ziemlich weit offene Stellung. Und ansonsten kann man das halt auch ganz öffnen. Kann da herausgucken und dann halt auch herausgelangen später. Ganz super praktisch ist das jetzt nicht, aber ja, auch hier wird man sich nicht jeden Tag hinbegeben. Man muss auch zusehen, dass man im Laufe der Jahre keine Plauze sich gönnt, weil dann kommt man hier nicht mehr durch. Und überhaupt muss man halt hier unten nochmal später ein, zwei Stufen hinstellen, damit man da wirklich bequem auch herauskommt. Aktuell stehe ich so mit dem Kopf im Freien, müsste mich hier aber irgendwie herauszwängen, das ist nicht bequem. Die Hauptidee ist halt hier jetzt irgendwie auch auf dieser Dachseite eine Satellitenschüssel anzubringen und da kommt man dann entweder hier schon direkt mit Armen hin hier, oder muss sich dann halt ja, aufs Dach begeben und kann dann hinkommen. Man sieht ja auch im Vergleich zum letzten Mal, sind die Flächen neben mir grau. Die Dachziegel wurden halt gelegt, zumindest auf dieser Seite. Aber die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Das kann man hier an dieser Kante hier zum Beispiel sehen. Und auch die Dachspitze ist noch nicht fertig. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal von außen, von der Fassade aus gesehen. Da sieht man ein paar nette Details. Und dafür muss ich aber jetzt nochmal herunter und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, mittlerweile befinde ich mich hier jetzt an der Außenfassade. Bin eben über das Gerüst hier heraufgeklettert. Und hier kann man jetzt eben auch einige nette Details sehen. Zum einen, das Dach ist im Wesentlichen eben gedeckt. Ein paar Löcher gibt es noch und auch die Kante hier ist noch nicht ganz sauber zugedeckt. Das kommt noch. Man sieht auch, auch hier auf dieser Seite, da fehlt, oder da müssen die Arbeiten eben noch ergänzt werden. Man sieht auch da unten das Material, das verarbeitet worden ist. Also ein paar Paletten stehen eben nach unten. Eine Palette eben mit Dachziegeln, dann eine weitere Palette mit diesen Halbröhren, die hier an den Kanten aufgelegt werden. Die Kanten, also die Ziegel, die Dachziegel, liegen ja hier nicht ganz hundertprozentig bündig aufeinander auf. Da wird es sicherlich einen Spalt, eine Lücke geben. Und da kommen dann eben diese röhrenförmigen, halbröhrenförmigen Dachziegel nochmal drauf, die das dann eben entlang der Kante abdichten. Und die befinden sich eben dort unten. Ansonsten ist aber hier eben schon viel Material nach oben geschafft worden. Hier unten gibt es eben auch nochmal eine Verpackung mit den Dachziegeln, beziehungsweise ein Großteil der Ziegel, kann man ja hier auch schon sehen, wurde eben schon verarbeitet. An einigen Stellen gibt es Beschädigungen, so wie zum Beispiel hier. Das ist scheinbar gebrochen. Den wird man sicherlich nochmal austauschen müssen. Das ist halt irgendwie so ein Tonmaterial, das kann ich mir vorstellen, oder das wird so sein, dass das eben relativ brüchig ist, relativ schnell kaputt geht, wenn man da nicht vorsichtig damit umgeht. Und dementsprechend wird sich das nicht ganz vermeiden lassen. Was man jetzt hier in der Kante bzw. im Seitenprofil eben schön sieht, ist, wie das Ganze montiert ist. Also zum einen gibt es halt, oder diese Querleitung, die man jetzt hier eben noch in nackter Form sieht, die dient eben dazu, die Dachziegel hier immer aufzuhängen, bzw. da werden sie halt eben eingehängt, jede Reihe eben einzeln für sich. Dementsprechend können die eben nicht nach unten rutschen und liegen dann auf der nächsten Reihe mit ein bisschen Überlappung eben auf. Hier in den Kanten gibt es dann seitlich immer noch so Krallen mit einer Schraube zur zusätzlichen Fixierung, damit auch hier an der Kante bei stärkerem Wind oder so das Ganze nicht verrutscht oder irgendwelche Dachziegel durch die Gegend fliegen. Und ansonsten wird das eben in dieser Form einfach reihenweise eben aufgelegt. Wahrscheinlich geht das hier im mittleren Bereich, wo man nichts zuschneiden muss, ganz schnell und easy. Und hier muss man dann halt die Dachziegel zuschneiden und je höher man kommt, umso mehr Zuschnittsarbeit gibt es, beziehungsweise umso weniger gerade rein hat man, weil einfach die Fläche oben natürlich kleiner ist. Und hier jetzt kann man das vielleicht nochmal sehen, wie das eben in der Geraden ist. Also die werden dann auch einfach so aufeinander gelegt, sind ein bisschen versetzt zueinander. Also hier ist eben so eine Nut, in der da liegen die eben aufeinander. Und die nächste Schicht, das sieht man jetzt hier, oder die nächste Reihe in dem Fall, die liegen eben einfach aufeinander auf. Hier sieht man das nochmal so in der Seitenansicht, wie das aussehen kann, wenn das eben noch nicht abgeschlossen ist. Was man auch um die Ecke, wenn man herumgeht, also auch da gibt es eben noch, kann man ja hier sehen, gibt es noch ein paar Dachziegel, die da, oder Packungen, verpackte Dachziegel, die eben noch verlegt werden müssen. Und dementsprechend ist hier noch was zu tun. Und auch hier, so die erste Hälfte des Daches ist bereits zugedeckt, eingedeckt. Oder so ganz die Hälfte ist es nicht, aber so ein kleines Eckchen hier unten. Was man hier aber schön sieht, ist, hier wurde mit solchen Klammern zur Fixierung gearbeitet.
Also hier sind immer die jeweils letzten Ziegel. Dachziegel sind hier nochmal fixiert mit so einer Spannklammer, was sich jetzt seit dem letzten Mal auch verändert hat. Das war beim letzten Mal ja auch noch nicht installiert, ist das Fallrohr der Dachrinne. Also die Dachrinne sieht man ja hier, geht halt um die Ecke. An zwei Stellen gibt es eben hier so Auslässe. Und da gibt es dann die dazugehörigen Fallrohre. Das ist halt hier so ein Eckstückchen. Aber das geht hier, 90 Grad sind es nicht, aber das geht hier halt irgendwie um die Ecke mit 60 Grad oder 70 Grad, keine Ahnung. Da gibt es dann das Gegenstück, damit es eben wieder senkrecht nach unten geht. Und dann fällt das eben nach unten und geht dort ins Abwassersystem. Das hier hinter mir ist jetzt die vierte Dachseite. Auch die ist schon vollständig zugedeckt. Und auch das ist jetzt, beziehungsweise das ist halt jetzt die Seite, auf der sich auch der Handwerkerausstieg eben befindet. Das ist jetzt photovoltaisch gesehen die uninteressanteste Seite. Die zeigt so ein bisschen mehr oder weniger nach Norden, Nordosten. Und da wird halt die Sonne am wenigsten Ertrag bringen. Deswegen haben wir auch dort den Handwerkausstieg eben installiert. Und aktuell ist auch die Planung, hier irgendwie die Satellitenschüssel Richtung Süden. Das geht halt in die andere Richtung. Also Süden zeigt in eine Richtung, aber hier auf dieser Seite wollen wir in irgendeiner Form die Satellitenschüssel installieren, inklusive der KNX-Wetterstation, damit man einfach die anderen Dachseiten sich frei hält für spätere Arbeit für die Photovoltaik. Und jetzt sind wir mit dem Rundgang hier fast fertig und auf der vierten Seite hier sieht man halt, wie so eine Kante aussehen kann, wenn die von beiden Seiten Dachziegel eben anliegen oder schon zugeschnitten sind. Sieht man jetzt hier, da gibt es eben diesen doch deutlichen Spalt und der wird dann eben abgedeckt mit diesen röhrenförmigen Ziegeln, die sich nach unten befinden. Und das wird einer der letzten Schritte eben sein, die dann morgen erledigt werden. Ansonsten ist das da aber soweit schon fertig. Kann auch ruhig mal ein-, zweimal gescheit regnen jetzt, damit es schön sauber wird. Also da befinden sich jetzt überall hier irgendwelche Reste, Dreck, Fußabdrücke, Handabdrücke, alles Mögliche vom Arbeiten drauf. Und wenn es dann mal ordentlich geregnet hat, dann hat sich auch das sicherlich erledigt. Genau, das war jetzt eben eine Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem letzten Mal. Da hat sich dann im Detail doch einiges getan und man sieht das ja zum Teil auch, dass sich hier jetzt das Bild des Hauses doch deutlich geändert hat, hier von oben gesehen zumindest und auch im Inneren und so weiter. Und das geht hier jetzt in kleinen, aber konstanten Schritten dann doch jeden Tag irgendwie weiter. Jetzt ist das, also das Dach ist ja an sich schon mal dicht, auch mit dieser Plane unten drunter und jetzt insbesondere mit den Dachziegeln da. Machen wir jetzt wenig Sorgen, beziehungsweise das war ja auch schon so, dass es geregnet hatte und wir hatten dann eben nicht mit Wasser im Haus zu kämpfen, das ist schon mal schön. Daneben gibt es halt noch die Fenster, die demnächst installiert werden, mit denen sind wir jetzt hauptsächlich noch beschäftigt, die stehen da unten eben, wie gesagt. Und parallel dazu sind wir auch eben an der Elektrorohrinstallation mit den Schlitzen, mit den Dosenbohren und mit dem Setzen der Dosen, dem Installieren der Leerrohre, auf die ich hier überall bestehe. Und all das nimmt dann doch relativ viel Zeit in Anspruch und ja, lässt die Tage recht kurz aussehen, wenn man dann hier sich am Abend noch ein paar Stunden auf der Baustelle befindet. Dementsprechend werde ich mich auch in den nächsten Tagen wieder melden, mit dann hoffentlich ganz vielen neuen Änderungen, die sich zwischenzeitlich ergeben haben, mit einem fertigen Dach, vielleicht mit irgendwie Fenstern, die dann auch schon wieder weiter sind, beziehungsweise mit den Fensterkontakten, die dort dann eben verbaut sind. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.